meine Lieben. Grüezi Sie aus der schönen Schweiz. Hier gegenüber sitzt der Camper Jörg. Hallihallo, servus, grüß dich. Grüezi. Du bist nicht im Bild wie immer. Heute haben wir was ganz Besonderes. Aufgrund vielfacher Nachfragen und Anfragen zeige ich euch was. Ihr habt vielleicht gemerkt als Stammzuschauer in den letzten Videos, ich versuche mich mit Luftaufnahmen. Und dazu habe ich mir eine Drohne zugelegt. Also ein bisschen Pep mit der Zeit gehen, ein bisschen Power ist toll. Und das ist die neue DJI Mavic Air 2. Die gibt es jetzt seit ca. 4 Wochen am Markt. Und viele haben spekuliert, kann man das, was sie bis jetzt gemacht haben, DJI ist der Weltmarktführer, überhaupt noch besser machen? Und meine Meinung ist gleich mal vorab, ja. Ich bin seit 8 Jahren mit Drohnen so ein bisschen behaftet, habe da früher schon mal rumgespielt, da war es noch mehr Spielen. Das Fliegen an sich ist schnell langweilig, aber wenn man es für was brauchen kann, wie bei uns oder bei mir mit den Aufnahmen, dann hat das natürlich wirklich einen tollen Zweck. Allem voran sage ich euch gleich mal, ihr merkt vielleicht, ich habe mich jetzt hier am wunderschönen TCS Campingplatz in Sempach, am Sempacher See, in ein stilles Eckchen zurückgezogen. Wir fliegen nachher, wir zeigen euch ein paar Aufnahmen. Ich zeige euch jetzt so ein kleines Unboxing, wie funktioniert das Ding. Zeige euch die Software, die neue DJI Fly App. Und so arbeiten wir uns jetzt circa eine halbe Stunde mal durch oder ja durch dieses Thema. So kann man es stehen lassen. Wir haben Gott sei Dank noch schönes Wetter. Entgegen jeglicher Vorhersage, gell? Es war ja die letzten Tage eigentlich eher hier trüb, diesig, regnerisch angekündigt. Am Sempacher See gibt es einen fantastischen Sonnenuntergang, den ich noch nicht live erleben konnte, ansatzweise. Aber der Jörg hat mir gesagt, komm, das ist der Hammer. Also sowas gibt es in Europa selten. Der wird dann richtig blutrot, wird die Sonne über dem See untergehen. Vielleicht habe ich ja Glück und kann euch das noch servieren. Schauen wir mal, was kommt. Ihr wisst, herrlich und perfekt. Das muss einfach mal laufen. Wir könnten ja, wenn es geht, noch ein Bild einblenden von dem Sonnenuntergang, ja, den wir gestern gehabt haben. Wir haben vorsichtshalber auf Reserve gestern schon so einen halbgeilen Sonnenuntergang geschossen. Und der Jörg hat gesagt, der wird noch mächtiger, noch gigantischer. Mich war gestern schon beeindruckt, hatte schon leicht Gänsehaut. Ich stehe auf sowas. Ich bin ja eher so der emotionale Heini, was ihr alle wisst. Und das ist auch gut so. So, ich filme in meinem Gimbal, was die meisten auch wissen, jetzt mit dem Samsung S10. Habe hier auch den Weitwinkel eingeschaltet. Und wir sitzen hier wunderschön neben diesen kleinen Hütchen, die man auch mieten kann. Toller Campingplatz, sehr, sehr ruhig. Ab und zu ein Flugzeug drüber, aber es ist eigentlich wildromantisch hier. Sehr gepflegt. Also wildromantisch ist jetzt natürlich was anderes. Tolle Sanitärgebäude. Vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen was hier. Ja, wollen wir mal gucken, was gibt's so alles? Ich rück mal das Mikro zurecht, lege das ein bisschen weiter hinter, zeige euch einen schönen naturbelassenen Holztisch. Zack, erstmal ein bisschen nach oben, dass wir den Baum nochmal voll reinkriegen. Jawohl, seht ihr? Ich hoffe, dass das mit den Spiegelungen klappt. Ich habe ja keinen Schnitt drin, kein Studioprogramm hier laufen, sondern wir wackeln einfach rum, wie ihr es gewohnt seid. Und zum einen habe ich mir jetzt hier schon auf das Samsung S8 die App aufgespielt und die ist jetzt quasi jungfräulich. Am S10 läuft sie schon und die spanne ich jetzt in diese tolle Fernbedienung ein. Diese Fernbedienung hat man bei DJI phänomenal gemacht. Die liegt gut in der Hand, sogar in meinen Riesenhänden. Verarbeitungsqualität. Ich bin hier nicht bestochen, muss ich gleich mal dazu sagen. Also DJI hat mir jetzt nichts gegeben. Das Ding muss man kaufen, wie jeder andere auch. Da gibt es genug, die das vor mir schon im YouTube porträtiert haben. Aber die sind halt wirklich nicht umsonst Marktführer. Ich glaube mit 80% weltweit. Und jeder zweite Haushalt hat schon irgendwo eine Drohne rumliegen. So kommt es mir zumindest vor. Aber die ist schon was Besonderes. Hier hat man so kleine Steuerknüppelchen. Die kann man auch runterschrauben. Die kann man dann während dem Transport hier reinzwicken. Und das Tolle ist, ich zeige euch gleich mal die Drohnen, bevor wir hier weitermachen. Das ist das Ding. Auch wieder in meinen großen Händen zu sehen, die kannst du fast in eine große Cargo-Hosentasche stecken. Oder bei den Frauen in die Handtasche. Oder bei den Frauen in die Handtasche, ne? Genau, richtig. Ja, neben das Gebetbuch und den Lippenstift. Gebetbuch in Anführungszeichen. Irgendein Quatsch muss ich ja immer sagen. Also das ist der geklappte Zustand, das schauen wir uns gleich an. Natürlich gibt es da noch einen Schutz für das Gimbal, für die Kamera da vorne. Das ist ja ähnlich von der Funktion her wie das Gimbal, mit dem ich gerade filme, damit es jetzt hier nicht unbedingt Kontakt kriegt, wenn man es in die Tasche steckt. Dann gibt es noch eine schöne Tasche dazu, DJI. Das ist, wenn man sich sowas besorgt, das ist wie die Apple-Jünger wissen es, auch die Samsung-Jünger, da ist es schon heiß, wenn du das Ding auspackst. Das erste Mal, da entstehen schon Gefühle, weil das halt alles wirklich bis ins letzte Detail durchdacht ist. So, Tasche, passen die Akkus rein, die Ersatzrotorblätter, falls man die braucht. Die sind übrigens geräuscharm, dazu kommen wir nochmal. Und dann bereiten wir mal die Fernbedienung vor. Ihr seht es sehr handlich. Ich werde nicht alle Details erzählen können, weil sonst wird das Video 3 Stunden lang. Aber mal einen groben Überblick, wie funktioniert sowas, was könnt ihr machen. Wir haben hier ein Rändelrad, damit kann ich dann die Neigung der Kamera einstellen.
Später zeige ich euch, die Drohne schwenkt nach rechts und nach links. Das heißt, die dreht sich in sich. Und dann geht es mit dem gleichen Joystick rauf oder runter. Ganz easy. Und hier gehen wir Gas nach vorne und nach hinten, nach links und nach rechts. Diese Drohne hat drei Modis. Das heißt also, hier seht ihr das, komm mal näher, da gibt es den Tripod-Mode, dann gibt es den Normal-Mode und den Sport-Mode. Bitte, liebe Leute, ich komme öfter auf dieses Gefahrenpotenzial der Geschichte. Übt damit, weit weg von allen Menschen. Ihr fliegt bitte nie über Köpfe, über fremde Gegenstände. Nur wenn ihr euch sicher seid, ihr seid in der Verpflichtung, das ist ab einem Fluggewicht von 250 Gramm aufwärts in Deutschland und in den meisten Ländern üblich, dass man eine Haftpflichtversicherung dafür abschließen muss. Ansonsten gibt es da echt Ärger, wenn ihr irgendwas beschädigt. Bitte macht das. Kinder haben da allein gar nichts verloren dran. Das ist ein Erwachsenenspielzeug. Seid euch eurer Sache bewusst. Das Ding arbeitet sehr, 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 sehr super zuverlässig. Macht eigentlich das meiste schon alleine, aber ihr müsst immer ein Restrisiko einkalkulieren. Es gibt Flugverbotszonen, man fliegt nicht über Bundeswehrgelände, Gefängnisse, Autobahnen, man filmt keine Unfälle auf der Autobahn, keine Ahnung. Also bitte macht das mit Niveau und mit Verstand und mit, ja, was gibt's denn da noch alles? Ach, jede Menge Sachen, die gute Eigenschaften des Menschen sein sollten. So, das lasse ich jetzt mal so stehen. Also, am Anfang startet ihr am besten in dem Tripod-Mode, den nimmt man auch für die ruhigen Aufnahmen. Das heißt also, dann dreht und schwenkt die langsam, überschaubar. Dann kriegt ihr auch tolle Moves damit hin. Normal ist dann schon wieder ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger. Dann bewegt sich das Ganze ein bisschen flotter. Und wenn du Sport machst, fliegt das Ding, glaube ich, knapp 70 km/h oder knapp über 72,4 oder sowas. Also ihr könnt euch die Werte mal auf der DJI-Seite anschauen. Das Ding geht unglaublich weit. Ich glaube, 1,2 Kilometer hoch und bis über 10 Kilometer weit, wobei da gibt es auch wieder Länderbestimmungen. Bitte schaut euch das an. Bundesluftfahrtamt, da gibt es Adressen, schlagt das nach, bevor ihr das erste Mal losdüst. Schaut euch im YouTube sämtliche Flugtutorials an von den echten Profis, die euch das schon mal erklären, wie du dich verhalten musst. Investiert da mal 2 Stunden vor YouTube und dann wisst ihr alles. Einfach DJI Mavic Air 2 eingeben. So, jetzt, was mache ich jetzt mit dem Handy? Oh, das haben sie toll gelöst. Früher musste man da ewig rummachen. Da hinten steckt auch schon das Kabel drin, einerseits die Verbindung zur Fernbedienung und auch ich mit meinen großen Händen, das betone ich immer wieder, bei mir ist fast alles groß. Der Jörg lacht sich jetzt gleich kaputt. Habe ich jetzt dieses Kabel schon an der Hand, auch von den Kabeln und den Steckverbindungen wird hier schon alles mitgeliefert. Egal ob du jetzt ein iPhone hast, alles kannst du connecten, was am Markt erhältlich ist. Und jetzt nehme ich mein Samsung S8, stecke das da hinten rein in die USB-C-Schnittstelle. Nehme das Ganze, schiebe das ein bisschen nach oben und klemme das komplett wackelfest ein. Wer will, kann natürlich auch noch das Kabel nach hinten legen. Dann ist es ganz weg. Gut, es ist schön mittig, wenn ihr lustig seid. Aber spielt jetzt nicht die Rolle, ob da ein Millimeter rechts oder links ist. Und dann schalte ich das Ganze noch ein. Ich habe es verkehrt rum drin stecken. Herrlich und perfekt, bin gleich wieder da. Wir lassen es einfach weiterlaufen, weil ich müsste es ja auch noch einschalten. Sprich, meinen PIN eingeben, den sollte ich euch sowieso nicht zeigen. Na, wo ist er denn? Jetzt müssen wir mal connecten hier. Bin gleich wieder da, ich unterhalte mich dabei mit euch weiter. Nicht, dass einer mal mein Handy klaut und meinen PIN hier. So, steckt es wieder rein. Und ich habe jetzt hier schon den Hinweis, bin wieder da, Fluggerät verbinden. Ich hoffe, ihr seht das mit den Spiegelungen rechts unten. Und automatisch, wenn ich die Drohne jetzt dann gleich starte, baut er die Verbindung zu deinem Mobiltelefon auf. Also gibt es natürlich für Android und für iOS, sprich also Apple und sonstige Nutzer. Die Drohne selber, wie gesagt, knapp 500 Gramm. Da falte ich jetzt die Beinchen aus, sprich einmal, ja, ihr seht das. Sieht auch heiß aus, das Ding. Also ich finde es echt hübsch gemacht. Die legen da auch Wert auf Design. Das ist alles super verarbeitet. Und nehme jetzt dann die zweite Seite Propeller raus. Immer mit Liebe behandeln, ist klar. Das gehört dazu. Und so sieht das Ganze aus, wenn die Propeller nicht ausgefaltet sind. Hier sind die Kollisionswarner. Das zeige ich euch dann in der Anwendung. Da haben wir 2 vorne. Wir haben 2 unten. Das heißt, ihr misst auch den Abstand nach unten. Und 2 am Heck. Beziehungsweise, ja, ihr seht sie auch gut. Einer oben, einer unten. Das heißt, dass ihr könnt eigentlich nicht gegen Gegenstände fliegen. Also außer im Sportmode, da werden sie natürlich ausgeschaltet. Und bitte lasst es auch in der Nacht damit rumzudüsen. Sie hat sogar ein automatisches Landelicht, aber wenn die Kamera nichts mehr sieht, quittiert sie ihren Dienst. Das heißt, ihr könnt da nur noch fliegen, aber dann eben auf Sicht, die in der Nacht meistens begrenzt ist, dann geht es wirklich irgendwo in die Büsche.
Da warnt sie aber davor. Sie warnt eigentlich so ziemlich vor allen Benutzungen aus Dummheit. Ja, wenn man dann noch okay sagt, selber schuld, dann sind mal schnell 849 Euro, so viel kostet sie nämlich in der Basisausstattung, kaputt. Der Akku ist da oben ganz einfach eingesteckt. DJI sagt Flugzeiten roundabout 30 Minuten. Ich habe es getestet unter guter Last mit viel Video und auch mal Speed. Bin ich jetzt jedes Mal so um die 27 Minuten unterwegs gewesen. Ich glaube, das reicht auch. Es gibt das Fly More Combo Set. Da sind dann noch Ersatzpropeller dabei und zwei weitere Akkus im Serienumfang. Stecke ich rein. Gut ist es. Jetzt gucken wir uns den Akku noch mal kurz an. Zum Einschalten der Drohne habe ich hier einen Knöpfle. Einmal drücken heißt, ich schaue mir den Ladestand an. Der ist jetzt hier bei ungefähr 75%. Das heißt, zwei leuchten, einer blinkt. Ja, das sind 25, 50, 75, 100%. Bin schon ein bisschen geflogen. Aber ich hoffe, ja, ich kontrolliere nochmal. Ihr seht es, glaube ich. Und wenn ich sie starten möchte, die Drohne, wir legen sie jetzt mal vor uns auf den Tisch, dann klappe ich natürlich die Propellerchen aus. Ich muss mal kontrollieren, ob ihr das auch wirklich seht. Ich glaube, das passt ganz gut. Na, jetzt muss ich übers Gimbal greifen. So, das sind spezielle geräuscharme Propeller, die habe ich vorhin schon mal, danke Jörg. Dann, das ist früher ein lästiges Thema gewesen, wenn die Dinge einfach so laut waren, dass jeder schon geguckt hat und du bist halt immer im Visier der anderen in der Umgebung und so bist du eigentlich fast unauffällig unterwegs. Warnt auch die Menschen, wenn ihr Menschen habt, so wie ich jetzt am Campingplatz und fliege hier, dann würde ich nicht drüber fliegen, aber ich informiere alle im Sichtbereich drüber, dass keiner dann kommt und sagt, ich will aber nicht gefilmt werden, ich bin da nackig und meine Persönlichkeitsrechte und dieser ganze Pipapo. Seid da ganz offen, geht hin, da hat jeder Verständnis und wenn nicht, dann geht ein Eck weiter. Also ich finde, das gehört dazu unter Fairness, Toleranz und allem, dass man das auch akzeptiert und respektiert und erklärt den Sinn und Zweck oder zeigt ihnen nachher noch das Material, ob sie damit einverstanden sind. So mache ich zumindest und bis jetzt hat jeder noch gesagt, alles gut, schön, dass du es gesagt hast. Die Erfahrung haben der Thomas und ich jetzt in Augsburg gemacht am See bei so ein paar Tests. So, einmal drücken und nochmal lang drücken, dann schaltet sie sich ein. Ich glaube, ihr hört sogar das Geräusch. Ich lege mal das Mikro näher hin. Das Ding hat richtig Leistung. Das heißt also, da arbeitet auch wirklich eine Kühlung drin, weil je wärmer, desto besser muss es natürlich gekühlt sein, weil da geht richtig was. Früher waren die Drohnen relativ anstrengend. Da musstest du den Kreiselkompass kalibrieren und schieß mich tot machen, drehen, wenden, blinken, abwarten, nochmal machen. Und das musst du hier alles nicht mehr machen. Du schaltest sie ein, du schaltest die App ein, wie wir es jetzt gleich machen und los geht's. Sie hat seitlich auch, ihr seht das hier, sie ist nicht verbunden, deswegen blinkt es jetzt hier noch schnell und zwar in so einem Gelbton. Wenn sie flugbereit ist, gibt sie euch auch eine Starterlaubnis. Das heißt also, sie empfängt die Satelliten. Das Ganze geht natürlich erst, wenn die Fernbedienung auch läuft, wenn die zwei Verbindungen haben. Vorn sind die Positionslichter, die bringen allerdings relativ wenig, weil wenn ihr so in 10 Meter Höhe seid, seht ihr die so gut wie gar nicht mehr. Aber dazu gleich mehr. Dafür gibt es eine tolle Sache, die DJI in die App, in die visuelle Steuerung vom Mobiltelefon eingebaut hat. Also, klasse Ding. Von dem her, vom Handling, absolut easy. Dass ich es nicht vergesse, hier drunter habt ihr nochmal einen USB-C-Anschluss. In Verbindung mit dem Rechner könnt ihr dann direkt die Daten runterladen, die ihr gefilmt oder fotografiert habt. Die Drohne macht, glaube ich, bis 4K. Ich filme meistens für YouTube 1920 mal 1080 in HD. Dann wären die Daten nicht so groß und ihr habt mehr Spaß beim Anschauen und beim Runterladen. Auf der anderen Seite ist dann nochmal eine kleine Geschichte hier. Ich fange schon wieder mit der Geschichte an. Ja, ja. Gestern habe ich gesagt, ich sage immer so viel Geschichten. Ja. Aber ich bin ja Geschichtenerzähler. Von dem her ist da eine kleine SD-Karte. Besorgt euch da eine, muss nicht die schnellste sein. Die hat eine gute Bitrate. Ich habe jetzt drin eine 128er. Das heißt, da kannst du ordentlich filmen damit. Dann ziehst du das Material wieder runter, machst sie wieder leer. Intern hat sie serienmäßig 8 GB. Das reicht für ein kleines Filmchen, ein paar Fotos. Aber die wirklich arbeiten wollen damit, werden sich als allererstes noch eine Karte dazu kaufen. So, jetzt kommt das große Experiment. Ihr seht jetzt hier die Drohne und ich glaube, ihr seht sie gar nicht. Ich gehe mit euch mal kurz in den Schatten. Wir sehen uns gleich wieder. Stillhalten ist gar nicht so einfach, ist ja gar nicht mein Ding. Ihr wisst, ich bin ja immer unterwegs mit dem Gimbal. Und genau so ein Gimbal ist ja vorn dran an der Drohne. Ihr habt das vorhin schon gesehen. Und dieses Gimbal filmt mich jetzt gerade, wie ich euch das erkläre. Hallo, machen wir mal hier. Jetzt seht ihr es. Zack, bumm. Oder zu, auf. Ist auf mich ausgerichtet.
und ich bin bereits in der DJI Fly App. Und ich erkläre euch jetzt mal kurz, wirklich kurz, einige Optionen dieser Geschichte. Wieder die Geschichte. Mein Gott, na, ich bin Wiederholungstäter. Hier oben so ein kleines Filmsymbol. Da stellt ihr alles ein, was wirklich zum Filmen oder zum Fotografieren notwendig ist. ISO, Auflösung, hier bis 4K. Ihr könnt auch filmen bis 60 Frames per Second. Da wären die Datenmengen natürlich riesig. Ich stelle das jetzt mal auf relativ einfach ein. Hier 25 Frames, wie ich es immer nutze. Ihr habt auch HDR. Das ist natürlich eine optimierte Übertragungsrate mit tollem Color Management. Mache ich jetzt auch mal an. Dann seht ihr später das in den Flugaufnahmen und ihr seht, ihr schaltet automatisch hier auf 4K mit 30 Frames per Second. Sprich also, wenn ihr wirklich HDR nutzt, dann geht nichts unter 4K. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf Normalbetrieb. Foto haben wir hier. Da könnt ihr mit 48 Megapixel fotografieren, Smart-Fotos machen. Schaut euch das an. Also da gehe ich jetzt gar nicht ins Detail. Oder Einzelaufnahmen schießen, indem ihr dann hier den Auslöser bedient. Ganz normal, wie ihr das von eurem Fotoprogramm auf eurem Handy kennt. So, das Aufgenommene kann ich auch anschauen. Das ist unten diese kleine Taste, die kennen die YouTuber oder die, die es angeguckt haben. Hier die letzten Aufnahmen, Auto gefilmt. Und dann habe ich hier eine kleine Bibliothek, die allerdings nur eine Vorschau bietet, in sehr guter Qualität, aber nicht in der Qualität, in der ihr aufnehmt. Das heißt, da würde die Karte mehr belastet werden, beziehungsweise der Prozessor drin. Deswegen gibt man nur eine grobe Vorschau, aber es ist alles super erkennbar. Ganz rechts oben hier diese Symbole ist einmal natürlich der Netzempfang, die Satelliten. Ich bin jetzt dementsprechend hier bei 17 Satelliten, die er anpeilt. Das macht er alles automatisch. Ich habe 51% Akkuleistung. Daneben ist noch was für Minuten und Sekunden übrig. Das zeigt uns nachher an, wie viel Restflugzeit wir noch haben. Und das wird ständig angepasst. Also je nachdem, wie ihr die Drohne nutzt, langsam, schnell, viel Aufnahme, keine Aufnahme, nur fliegen, rechnet sich das Ganze natürlich runter und ihr seid immer Herr der Dinge oder Frau der Dinge. Ich habe es ja mit der Gleichberechtigung. Oder divers der Dinge, muss man auch noch dazu sagen. Da haben wir alles komplett, oder? Ja. Ja, weil Hunde fliegen noch nicht. Und hier könnt ihr natürlich noch diverse Einstellungen machen. Maximale Flughöhe habe ich auf 164 Meter, maximale Flugdistanz auf 1100 Meter. Da solltet ihr als Einsteiger auf jeden Fall runtergehen. Automatische Rückkehrhöhe. Die stellt man in der Regel zwischen 30 und 50 Meter ein. Ich mache es jetzt mal wahllos auf 51 Meter. Das heißt also, euer Startpunkt ist gleichzeitig der Rückkehrpunkt. Das ist diese Coming-Home-Funktion. Sollte irgendwas sein, ihr könntet theoretisch das auch testen, wenn ihr die Fernbedienung ausschaltet oder euer Handy fällt runter oder die Fernbedienung fällt ins Wasser oder sonst was, keine Angst. Die Drohne fliegt genau an dem Punkt zurück, an dem sie gestartet ist. Ich zeige euch das dann auch im Video. Es ist gigantisch. Sie fliegt nämlich wirklich nicht wie früher ungefähr mal auf 1-2 Meter auf den Punkt zurück, sondern da ist eine Abweichung von, ich sag mal, 2-10 Zentimeter drin. Du kannst im Grunde auf einer Streichholzschachtel starten und dort auch wieder landen. Das macht sie alles von selber. Damit sie aber natürlich bei der automatischen Rückkehr nicht irgendwelche Bäume oder Häuser streift, sollte man die Flughöhe dementsprechend anpassen, sonst weiß sie natürlich nicht, wo sie hin soll. Startpunkt aktualisieren, das macht er automatisch oder macht sie automatisch, ich weiß nicht, nennen wir die. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Es ist wahrscheinlich ein Neutrum. Wir gehen hier auf metrisch, auf die Meterangaben. Soll ich mal schauen? Guck mal nach. Der war gut. Sollen wir mal nachgucken, was sie ist? Sehr gut. Folgemodus, das ist der Gimbal-Modus. Das wird jetzt wirklich zu weit. Wie er die Daten abspeichert, MP4, die Farben normal oder eben cineastisch, Cine-like nennt man das. Was für ein Codierungsformat die Freaks wissen jetzt, was damit gemeint ist. Die Definierung heißt also in HD und mit was für einem Band, in wie viel Gigahertz die fliegt. Das ist auf 2 Band, das heißt also, ihr habt da den großen Vorteil, sollten irgendwie 3 oder 4 Drohnenpiloten gleichzeitig in der Umgebung sein oder auch Funkempfänger jeglicher Art, dann ist die Gefahr nicht mehr da, dass sie abstürzt. Das ist eine Überlagerung vom Funkverkehr. Ich hatte das mit meiner allerersten Drohne beim Rennen der GT Masters. Der ganze Boxenfunk ging an von den ganzen Rennfahrzeugen. Ich war gerade über der Boxengasse geschwebt, zack, bumm, das Ding hat sich verabschiedet, fiel wie ein Stein vom Himmel, weil er natürlich keine Frequenz mehr aufbauen konnte. Mittlerweile hat man das Ganze natürlich behoben. Also DJI hat da wirklich alles gegeben bei diesem Produkt. So, hier noch diverse Abspeicherungsmöglichkeiten, wo er hinspeichern soll, warum er speichern soll und wie auch immer. Ihr seht jetzt mich wieder. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz hier zu dieser Map-Funktion. Die mache ich jetzt mal auf. Es gibt eine kleine Ansicht. Das H ist der Startpunkt. Und wenn ich das jetzt ganz groß sehen will,
sind wir jetzt sofort am Sempacher See. Mit dem roten Kringel, der rum ist, habe ich jetzt meine Flugweite eingegrenzt, sprich darüber fliegt sie nicht raus. Sie würde also jetzt am Rand des grünen Rands automatisch stehen bleiben und dann kehre ich zurück und sie weist mich darauf hin, dass ich das von mir voreingestellte verlasse. Sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe, wollte ich schon sagen, in der Höhe und in der Weite. Also, wenn ich weiter reinzoome hier auf dem Campingplatz, dann ist es ganz genau diese Ecke. Hier drin sitzen wir gerade. Und hier ungefähr steht das Auto von Jörg und mir. Also wir arbeiten hier, wie ihr jetzt gerade seht. Wir machen jetzt hier Arbeitsurlaub in Anführungszeichen. Ich arbeite ja immer am Campingplatz und von dem her ist das relativ praktisch. Also, jetzt gehe ich wieder in die Kameraperspektive und jetzt kommt es grundsätzlich mal zu dem Schönsten und das ist das Fliegen. Die Drohne steht jetzt direkt vor mir. Ich filme die jetzt auch mal an und werde hier ganz entspannt von meiner Tasche aus starten. Also, wir ziehen mal kurz um. Kleiner Blick. Bis gleich. Der liebe Camper Jörg, der ist so lieb und hat mir hier den Kameramann gemacht. Oder macht ihn mir gerade. Vielen Dank dafür. Du übst noch ein bisschen. Ja, bei mir ist das schon blind, weil das ist ja wie ein Revolver früher im Western. Ich schieße mal aus der Hüfte. Hab aber einen sehr guten Lehrmeister. Ja gut, ich kann vielleicht nur das eine und das nicht einmal gescheit. Also, ihr seht nochmal hier. Wir sind betriebsbereit. Wir haben alles gestartet, wie im Video erklärt. Und hier seht ihr das Bild, das momentan die Kamera von der DJI Mavic Air 2 filmt. Ich hoffe, ihr seht's gut. Aber jetzt geht's um die Drohne selber. Und natürlich bitte nehmt immer ausreichend Abstand. Schaut, dass hier keine Lebewesen im Umkreis von, ich sage mal, nach Gefühl 3 bis 5 Metern Minimum sind. Das steigt ganz stabil auf, wie ihr seht. Aber es ist natürlich einfach immer Schadensbegrenzung verlangt. Kann Hund reinschießen, Kind auf einmal daherlaufen. Sie weicht natürlich auch aus, aber geht auf Nummer sicher. Und gibt jetzt einen kleinen Button, den drücke ich und sage starten. Der Homepoint ist aktualisiert und schon geht's ab. Sie fliegt immer 1,2 Meter über dem Startpunkt und stellt sich dort in Flugposition. Das heißt also jetzt in dem Fall 1,2 Meter vom Tisch. Normal, wenn ich sie in der Wiese starten lasse, dann schaut, dass die kurz gemäht ist, weil sonst macht die Rasenmäher, beschädigt man nur die Drohne, am besten auf dem ebenen Untergrund. Da landet sie nachher auch wieder, so Gott will. Wir testen das natürlich dann, ich weiß, dass das kann, aber ihr dürft gespannt sein. Ich werde am Schluss des Videos einfach mal ausschalten, die Fernbedienung, und dann sehen wir, was passiert. Der Startpoint ist aktualisiert. Ihr habt es vielleicht auch gehört, die junge Dame von DJI, die hier in der App gefangen ist, sagt dir auch alles. Hier steht sie jetzt, ich mache gar nichts, vom GPS gehalten. Das, was ich jetzt mache, mache ich nur aus Anschauungsgründen. Macht das bitte nicht. Aber ich kann jetzt hier antippen und ihr seht in der Kamera, sie bewegt sich nicht weg. Sie bleibt hier, weil ich sie nicht steuere, sondern GPS hält sie auf dem Punkt. Ich könnte sie wegschubsen, sie kommt wieder hierher. Dann entfernt man sich. Das Piepsen, das ihr gehört habt, ich gehe mal auf den Jörg zu, das ist natürlich der Kollisionswarner. Sie ist aufgestiegen, ich war vor ihr und deswegen wird das Geräusch wie beim Einparken eures Wohnmobils immer lauter, wenn er sagt, hier ist ein Bereich, besser bleib da, wo du bist. Ansonsten muss ich hier Sicherheitsvorkehrungen treffen. So, rauf, runter. Ja, jetzt kann ich natürlich automatisch hier das Ding beschleunigen. Ich kann sie drehen. Ihr seht es dann später auch, wenn wir euch die Bilder von der Drohne aus zeigen. Und wir haben jetzt hier nicht wenig Wind, wie der Jörg gerade filmt. Das heißt, es sollten locker 25 bis 30 Stundenkilometer sein, auch ein bisschen böig. Dass das Ding wackelt, ist ganz normal. Wer wackelt nicht, wenn Wind ist? Aber ihr werdet nachher sehen, wenn wir die Höhenaufnahme machen und über den See fliegen und den Campingplatz aus der Höhe mal filmen, ihr werdet das nicht wahrnehmen. Das Gimbal arbeitet im 100. Sekundenbereich und hält immer das Niveau, im Gegensatz zu vielen Menschen. Also ein Gimbal ist da weit voraus, Niveau ist nicht überall präsent. Recht darf man ja mal sein, aber es ist halt so. Wenn ich jetzt den Tisch anpeile, geht er mir in die Landeposition. Das heißt also, ich kann jetzt automatisch landen, indem ich den Hebel durchziehe, diesen kleinen nach unten. Aber in der Regel überlasse ich es dem Computer, drücke hier die Auto-Land-Taste und lande einfach die Drohne. Ich mache nichts, man sieht es auch. Schaltet die Rotoren selbsttätig aus, das war's. Ihr hört vielleicht jetzt den Klang natürlich ein bisschen stärker oder die Lautstärke der
der Propeller, aber das ist jetzt wirklich, glaube ich, nur noch 25-30% von dem, was man früher unter Drohne verstanden hat. Also, einmal starten, landen. Jetzt werden wir mal starten und ein bisschen Flug machen hier. Ich zeichne das Ganze auch mal auf, weil hinten am Video, an diesem Instruction- oder Erklärvideo, habe ich euch dann diese Bilder oder seht ihr diese Bilder von der Drohne aus nochmal. Also nach rechts drehen, nach links drehen und ich kann jetzt auch die Drohne wiederum nach rechts oder nach links fliegen lassen. Und ihr seht wahrscheinlich auch, die Kamera bleibt komplett stabil. Ich fliege jetzt mal langsam auf den Jörg zu. Hier piepst es natürlich ordentlich, weil ich fliege ja jetzt hier zwischen zwei Hütten. Also hier ist jetzt nach rechts nicht viel Abstand. Du bist im Bild, machst du dir was aus, Jörg? Nein, nein, schon gut. Nicht, dass du dann sagst, nee, das wollte ich nicht. Und jetzt drehen wir um und düsen nach vorne weg vom Jörg. Und schon wird das Piepsen wieder ein bisschen ruhiger. Wir gehen hoch in die Lüfte. Und jetzt piepst natürlich gar nichts mehr, weil jetzt sind wir da oben im sicheren Bereich. Mega einfach, mega cool. Das Faszinierendste, was sie kann, sind eigentlich die Automatikflüge. Sage ich jetzt mal im lockeren Deutsch übersetzt. Sie hat so einen Auto-Tracking-Modus. Und deswegen habe ich mich für die entschieden, weil der ist jetzt so ausgereift, dass ich die zum Beispiel auf mich einstellen kann und sie folgt mir automatisch. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich fliege sie in eine Position, die ich möchte. Das funktioniert bis 30 Meter Entfernung. Fliege ein bisschen näher hin. Und jetzt zeige ich euch noch mal kurz auf der Fernbedienung, was ich mache. Ich hoffe, man sieht's. Ich glaube, wir müssen etwas so gehen. Geh mal ein bisschen in den Schatten gehen, wieder rüber, gell? Dreh sie mal mit. Also, hier seht ihr Jörg und mich mit der Kamera. Ich schiebe die Kamera jetzt, Entschuldigung, das war nach oben, ein bisschen nach unten. Jetzt sieht man es gut. Und ich markiere jetzt das Objekt oder die Person, die er verfolgen soll. Und jetzt locken wir das Target. Sprich also, hier kommt noch mein Intro. Für alles gibt es natürlich auch Intros, wenn man zum ersten Mal mit der App arbeitet. Jetzt sage ich Active Track und sage Go. Und jetzt mache ich nichts mehr. Ich lege jetzt zum Beweis die Fernbedienung auch hier auf den Tisch. Und ihr seht, sie ist jetzt auf mich eingestellt. Genauso kann ich das mit dem Wohnmobil machen. Ich könnte jetzt hier über den Platz laufen, aber es sind viele Menschen unterwegs und sie folgt mir. Ich drehe mich jetzt extra mal durch die Kollisionswarner. Hinten sollte sie auch jetzt nicht unbedingt in die Tanne fliegen. Wir testen das Ganze mal. Wir haben ja Vertrauen an DJI. Und ihr seht, sie dreht sich auf der Stelle. Und jetzt versuche ich mal zu fliegen, zu laufen. Und schon sehen wir wieder das 1:1 im Bild. Gehe ich auf das Ding hin, haut sie ab, weil sie mich als Objekt ständig fokussiert. Es ist phänomenal. Und wie gesagt, das könnt ihr mit allen Objekten machen. Natürlich dürfen die nicht so schnell werden. Wir hatten beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum das versucht, Markus Fehn vor Wen Auto zu tracken. Und als er dann über 60 Stundenkilometer kam, hat die Drohne automatisch gesagt, Objekt ist zu schnell, ich warte besser hier mal. Jetzt gehe ich hier mal auf das Zelt hin. Ich hoffe, man verflucht uns hier nicht, dass wir das noch schnell durchziehen. Und es ist natürlich phänomenal, wie sie jetzt genau um die Ecke fliegt. Ich hoffe, wir stören sie nicht. Wir machen nur ein kurzes Video. Vielen Dank. Also, ihr seht, sie folgt mir zwischen einem Wigwam und einer Hütte. Und die Bodenerkennung sagt ganz genau, da ist was. Und deswegen gehe ich jetzt ein bisschen höher. Und wenn wir sie jetzt wirklich fordern wollen, dann gehe ich auf der anderen Seite durch, da ist es nämlich richtig eng. Ich sag mal, kommt mit. Seitlich hat sie keine Kollisionswarner. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie dann auch wirklich seitlich nichts erwischt. Aber wir haben jetzt hier Äste, ich zeige dir extra mal, falls ihr sie gar nicht wahrnehmt. Und hier kommen wir jetzt relativ schlank durch, aber sie merkt, sie braucht mehr Platz, steigt automatisch hoch und fängt mich wieder ein. Und jetzt versuche ich mal abzuhauen. Ihr werdet das nachher im Video sehen. Gigantisch. Also du kannst nichts falsch machen. Geh weg. Oder kommen wir wieder nach. Wenn sie mal ruckelt, kein Problem. Im Bild siehst du es nicht. Es ist einfach fast schon spooky oder magisch oder ähnliches. Und alles Weitere, das war jetzt mein grober Überblick über DJI Mavic Air 2.
seht ihr jetzt in hoffentlich fantastischen Luftaufnahmen hier von dem schönen Campingplatz am Sempacher See, TCS, im Kanton Luzern. Ja. Ich lerne schon, gell? Ja, ja. Ich lerne schon. Und wie gesagt, sie kann noch wesentlich mehr. Sie hat viele verschiedene Automatismen vorprogrammiert, wo du zum Beispiel ein Rocket machen kannst. Sie fliegt dann wirklich mit einer vertikalen Aufnahme von dir nach oben, so wie du es einstellst. Du brauchst dich im Grunde um nichts kümmern. Ihr seht, selbst wenn der Akku jetzt ausginge, würde sie dort landen. Sollen wir das jetzt noch versuchen, dass sie automatisch landet? Trauen wir uns, dass sie auf den Tisch runtergeht? Also, sie folgt mir. Ich schalte jetzt natürlich den Tracking-Modus aus und dann zeige ich euch in der Kamera vom Jörg automatisch, dass sie es kann. Also, dabei geht mir automatisch immer der Puls, weil wer macht das schon, dass er sein Fluggerät einfach ausschaltet? Ich sage jetzt Stopp-Modus, jetzt bleibt sie in der Luft stehen. Und hier ist der Ausschaltknopf. Ihr seht dann auch gleich, dass das Bild verschwindet. Wir haben die Rückkehrhöhe eingestaltet. Einmal drücken, ein zweites Mal drücken. Verbindung zum Luftfahrzeug wird jetzt unterbrochen. Fernsteuerung nicht mit Mobilgerät. Und jetzt werdet ihr sehen, was sie macht. Sie sucht sich ihren Punkt, steigt nicht mehr auf, weil sie ihn gerade erkennen kann, und landet, ohne dass ich irgendwas tue. Ich stelle mich extra nochmal dazu, damit man wirklich sieht, hier, die hat's drauf. Also, du darfst jetzt schlafen gehen, du kannst landen, sie pendelt sich jetzt ein, tastet nochmal den Untergrund ab, dass sie sauber landen kann, und wird dann automatisch landen. Das kann immer 1 bis 30 Sekunden dauern. Also ich tue nach wie vor nichts. Alles Autolanding. Und wie gesagt, wir haben jetzt vielleicht 20 cm gehabt, weil sie stand, ihr könnt es nachschauen im Video am Anfang, ungefähr 20 cm entfernt. Das ist aber schon das Maximale. Magic. Einfach irre. Und jetzt bleibt noch dran und schaut euch die hammermäßigen Aufnahmen an, weil dann erst steigt nochmal hier der Puls, wenn ihr seht, was die für Bilder durchzieht. Und bedenkt immer, wir haben hier richtig Wind. Also, wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank, Jörg. DJI Mavic Air 2, geiles Teil.